an der Stelle werden wir uns eine weitere nützliche Eigenschaft dieser Sammelschienen hier bedienen. Und zwar werden wir hier jetzt die Versorgungsleitungen nutzen bzw. abgreifen und von hier aus eben weitergehen zu weiteren Stromkreisen, zu Drehstromkreisen bzw. einmal Elektroherd, einmal CE-Steckdose. Und ja, normalerweise war eben angedacht, das von hier oben möglichst sternförmig vom Einspeisepunkt zu machen und hier eben die Leitungen herunterzulegen. Durch das Problem, dass ich hier nicht so richtig gut verteilen kann aktuell, mache ich das jetzt einfach so, dass ich die Klemmen hier oben mehr oder weniger als Durchgangsklemmen verwende. Oben wird eingespeist, nach unten hin wird abgegriffen. Dann sind wir hier unten irgendwann mal angekommen und werde jetzt hier über die weiteren Kontakte irgendwo die nächsten drei Kontakte, also mit dem N die nächsten vier Kontakte nutzen, um hier in den Elektroherd einzuspeisen. Die CE-Steckdose, die werden wir auch tatsächlich überhaupt mal außen vor lassen. Die ist aktuell nicht relevant in den nächsten Tagen und Wochen. Und das machen wir einfach, wenn wir dann alle Teile richtig haben. Da können wir uns Aufwand sparen für die temporäre Lösung. Was wir auch nicht vergessen dürfen, ist mir inzwischen der Zeit immer eingefallen ist, diese Leitungskanäle einzusetzen. Und zwar, das habe ich auch an anderer Stelle schon erzählt, warum ich die verwenden möchte. Die werden hier durch solche Halter eben einfach nur hineingeklipst. Und das ist wichtig, weil wir jetzt natürlich in den anderen weiteren Reihen auch diese Leitungskanäle nutzen wollen und nutzen möchten. Das heißt, ich ziehe das Ganze hier jetzt mal heraus. Und man kann jetzt eben den Kanal sehen. Hier kann man Leitungen einführen. In der unteren Reihe, hier kommt keiner hin, da ist ja wirklich der Schrank auch zu Ende. Aber gerade hier in den oberen Bereichen haben wir eben, oder zwischen den anderen Reihen haben wir diese Kanäle und möchten diese natürlich auch nutzen und davon Gebrauch machen. Und die hatte ich eben in der Vergangenheit herausgenommen, um die Automaten hier gut einsetzen zu können, um da ein bisschen Zugang zu haben. Aber spätestens jetzt muss man diese eben wieder einsetzen. Es gibt hier im Übrigen auch die Möglichkeit, die auf verschiedenen Höhen einzusetzen. Also diese Halterung für diesen Leitungskanal, die ist eben mehrstufig aufgebaut. Man kann das hier auf verschiedenen Stufen einklipsen, bekommt aber auch jetzt mit der Lösung, so wie ich sie hier vorgesehen habe, auch schnell Probleme mit diesen Tragschienen. Im Prinzip sehe ich gerade, kann man das nur auf der obersten Ebene einhängen. Wenn ich nämlich drunter gehe, dann blockiert die Tragschiene. Das ist dann eher für Fälle gedacht, wo man auf diese Tragschiene in der Mitte verzichtet und echt zweifeldrig aufbaut. Ich habe ja mich hier sowieso ein Hybrid entschieden, habe zwar zwei Felder, aber auch jeweils die Hutschiene in der Mitte dazwischen. Dadurch habe ich auch hier in der Vertikalen nochmal mehr Möglichkeiten, Leitungen zu führen. Hat mir an der Stelle mehr zugesagt, kann man natürlich auch anders lösen. Und ich werde mal sehen, ob sich das als praktisch oder als unpraktisch erweist. Hier ist noch ein weiterer Leitungskanal und der letzte befindet sich dann ganz oben bei den Reihenklemmen. Wie gesagt, das ist ein bisschen blöd. Ich würde das jetzt gerne schon direkt auflegen. Aber dadurch, dass ich noch nicht ganz so richtig weiß, wie ich das lösen werde, werde ich das mir bis zum Schluss aufheben und mir dann eine Lösung überlegen für diese Einspeisung. Jetzt haben wir aber soweit die Leitungskanäle schon mal eingesetzt. Die Deckel kann man nachher einfach draufklipsen. Also die würde man dann, das würde in etwa so aussehen. Die kann man dann wirklich hier einfach so draufklipsen, dann sieht man hier von diesen Leitungskanälen an nichts mehr. Die Leitungen verlaufen hier jetzt eben horizontal entlang zu den Reihen-Einbaugeräten und können dann über diese Bürstenkämme, keine Ahnung, wie man das genau nennt, herausgeführt werden. Wenn man eine besonders dicke Leitung hat, wird die natürlich da nicht durchpassen. Dann muss man eben eventuell das so machen und es ein bisschen verbiegen oder aber sogar einzelne herausbrechen. Das ist jetzt auch nicht das große Problem. Für kleinere Querschnitte, 2,5 und 4 und 6 Quadrat, sollte das aber kein Problem sein, sollte soweit funktionieren. Und auch den entferne ich, den installiere ich eben dann ganz zum Schluss, wie gesagt. Jetzt haben wir also eben die Struktur geschaffen, um hier jetzt wirklich auch untereinander zu verdrahten, untereinander hier weiter zu verkabeln. Und das machen wir jetzt einfach im nächsten Schritt dann. So, im nächsten Schritt gilt es jetzt also, die Automaten untereinander zu brücken, beziehungsweise eben die Stromversorgung auch für die weiteren Drehstromkreise hier sicherzustellen. Wir werden uns, wie gesagt, nur auf den Elektroherd beschränken. Ich werde das hier von der Sammelschiene unten abgreifen, dann spare ich mir hier oben die Verteilung, diesen Einspeiseblock, der eben noch nicht so besonders dolle aktuell noch ist. Und das werden wir im Nachgang nochmal ändern müssen. Wir schließen das jetzt einfach mit an die Sammelschiene an. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier durch die Leitungskanäle legen, ob wir das irgendwie so lösen und hier jetzt hochlegen oder ob wir das unten drunter fädeln.
Dadurch, dass ich hier so ein bisschen eine hybride Lösung habe aus ein und zwei Feldern, ist das eben, ja, muss man einfach mal gucken, was einem besser gefällt. Da gibt es jetzt streng genommen kein richtig und kein falsch. Das muss halt praktisch sein und irgendwie nachher Spaß machen beim Warten, wenn man irgendwas verändern muss, dass man da eben zurechtkommt. Sollte das eben auch nicht jetzt hier im Kreis oder sonst was gelegt sein, sondern eben möglichst kurze, möglichst praktische Leitungswege sollte man finden. Und ja, manchmal tue ich mir da schwer, mich für eine Option zu entscheiden. Und meistens merkt man erst im Nachgang, dass man die falsche Option gewählt hat, aus irgendwelchen Gründen, die dann doch unpraktisch ist. Da muss man einfach mal gucken. Meine Idee aktuell ist, das hier eben unten entlang zu führen, in diesen vertikalen Leitungskanälen. Dann schließe ich das hier an. Und hier komme ich entsprechend heraus und schließe das dort an. Dadurch habe ich eben die Möglichkeit, das im Nachgang nochmal auszutauschen. Das stört jetzt nicht die Leitungskanäle. Die sind ja in erster Linie dafür gedacht, hier in der horizontalen zu verteilen, während die Hutschienenträger für die vertikale Ebene zuständig sind. Und diese Leitungen, die sind ohnehin eigentlich nur temporär, denn ich möchte nachher das sowieso nochmal ändern. Insofern lösen wir das jetzt einfach so. Suchen uns hier irgendwie einen Orientierungspunkt, damit wir die Leitungen alle ungefähr gleich lang bekommen. Das dürfte jetzt in etwa so aussehen. Längen das hier jetzt eben ab an der Stelle. Müssen das dann auch entsprechend abmanteln. Und um Dreck zu vermeiden, werde ich das jetzt hier eben weiterhin da vorne sammeln. Müssen hier jetzt eben für 2,5 Quadrat auch wieder die passenden Aderenthülsen setzen. Krimpen das Ganze. Und ja, schrauben das fest. Ja, und das da hinten herumfummeln ist natürlich jetzt genau das, wofür es eigentlich die Leitungskanäle gibt, um das zu vermeiden. Wie gesagt, dadurch, dass es eine temporäre Lösung ist und ich hier irgendwie weiter brücke und das eigentlich nicht relevant ist, versuche ich es jetzt mal so. Dadurch ist es hier hinten ein Leitungskanal, den ich wahrscheinlich sowieso nicht brauchen werde und ist ja nochmal in einer anderen Ebene. Man kann das natürlich auch anders lösen am Ende des Tages. Das ist halt eine gute Verbindung, eine gute elektrische Verbindung sein im ausreichenden Querschnitt. Auch hier gilt es, das Ganze festzuziehen, richtig festzuziehen. Denn auch hier fließen entsprechend hohe Ströme. Und wenn da irgendwie die Verbindung schlecht ist, gibt es halt allerlei komische Effekte. Jetzt hatte ich das auf der Seite noch nicht abgelenkt. Wenn ich das jetzt hier einführe, ist es wieder ein bisschen lang. Wir kürzen das nochmal um ein paar Zentimeter, setzen dann hier jetzt auch eine Aderenthülse drauf und haben damit jetzt den L1. Dann brauchen wir das Ganze nochmal in Schwarz für den L3 und dann wiederum brauchen wir das Ganze nochmal in Blau und in Braun für L2 und in N. Das bereite ich jetzt hier einfach mal nebenbei vor und dann sehen wir uns gleich wieder.
dieser Schritt abgeschlossen. Dieser Fehlerstromschutzschalter hier in dieser Reihe wird jetzt eben von den Sammelschienen hier unten versorgt. Die Leitungen verlaufen jetzt hier unterhalb dieser Leitungskanäle. Das erlaubt uns jetzt einfach hier die Leitungskanäle für Verdrahtungsarbeiten in diesen Reihen zu nutzen und zwischen den Reihen zu verbinden. Und diese Kabel hier hinten, die Leitungen, verlaufen eben in den vertikalen Leitungskanälen, die sich durch diese Hutschienenträger ergeben. In dem Bereich werden wir diese für sonst nichts weiter brauchen. Insofern hat sie das hier angeboten. Und jetzt habe ich nämlich im Hintergrund auch noch recherchiert und das hat jetzt einige Zeit tatsächlich gedauert, um vom Hersteller Angaben zu finden, inwieweit es eine Rolle spielt, ob man bei dem RCD von unten oder von oben einspeist. Da gibt es zum einen die verschiedenen Philosophien, ob man von oben oder von unten einspeisen sollte, beziehungsweise ob der Hersteller das eben zulässt. Das ist jetzt sowohl hier beim RCD gegeben, als auch beim Leitungsschutzschalter. Das werden wir uns auch hier zunutze machen, denn wir speisen jetzt hier von unten ein, werden jetzt hier in den Leitungsschutzschalter von oben hinein speisen und das von unten wieder entnehmen und hier in den Drehstromzähler von unten hineingehen. Und dann von hier oben dann abgangsseitig zu den Reihenklemmen verbinden. Insofern machen wir hier so ein paar Schleifen. Das minimiert den Verdrahtungsaufwand, sonst müsste man halt immer entweder so außen rumfahren oder hinten rum verdrahten. Und wir können jetzt hier kleine Brücken machen, von links nach rechts jeweils. Das vereinfacht uns das Leben ein bisschen. Ist an der Stelle aber auch wirklich wichtig, sicherzustellen, dass das möglich ist. Für die Funktion, rein physikalisch gesehen, ist es dem RCD egal, wo der Strom rein und wo er rausfließt. Aber es kann natürlich sein, dass der Hersteller hier Vorgaben macht, beziehungsweise gerade was die Verdrahtung dieser Testtaste angeht, ist das irgendwie nicht mit allen RCDs möglich. Die können halt ihren Widerstand, den sie hier dazu schalten und drücken der Taste, müssen die auch so verdrahtet haben, dass das auf der richtigen oder auf beiden Seiten oder wie auch immer das dann gelöst ist intern. Jedenfalls kann es halt passieren, dass, wenn man ihn falsch rum anschließt, die Testtaste zum Beispiel nicht funktioniert oder im schlimmsten Fall funktioniert das ganze Ding aus irgendwelchen Gründen nicht. Genauso beim Leitungsschutzschalter, rein physikalisch. Es ist egal, in welche Richtung der Strom hier fließt. Das Ding löst aus, wenn da genügend Strom durchfließt. Aber auch hier muss man das eben sicherstellen durch Lesen des Katalogs der Hersteller und so weiter. Habe ich jetzt hier in dem Fall getan. Und die entsprechenden Hinweise konnte ich da finden an der Stelle. Und insofern werden wir das, wie gesagt, so ausführen. Das bereite ich jetzt im Hintergrund ein bisschen vor. Das ist jetzt hier halt wieder Verdrahtungsarbeit, die aber wahrscheinlich nicht weiter spannend ist. Ich werde jetzt hier auch die Leitungskanäle benutzen, hier eben in den Leitungskanal hineingehen und dann hier entsprechend wieder heraus, beziehungsweise eben auch andersrum. Die einzige Stelle, an der ich eben einen Leiter hier außen rumführen muss, ist eben der N vom RCD, denn der wird nicht über den Leitungsschutzschalter geführt, muss aber gleichzeitig über den Drehstromzähler geführt werden. Der Drehstromzähler muss natürlich auch berücksichtigen, welche Ströme hier durch den Neutralleiter fließen. Und insofern müssen wir zumindest hier in dem einen Fall eben so eine kleinere Brücke außen rumfahren. Das ist halt einfach so. Aber die Optimierung gefällt mir eigentlich ganz gut, dass wir das hier zwischen RCD, LS und Drehstromzähler nicht tun müssen.
Damit wäre also auch dieser Schritt abgeschlossen, tatsächlich in leicht abgewandelter Form. Und zwar, vielleicht habt ihr es gesehen, ich habe irgendwann mittendrin festgestellt, ganz so egal sind die Richtungen doch nicht. Also beim RCD ist es egal, beim LS-Schalter ist es egal, aber beim Zähler ganz am Ende eben nicht. Der ist so markiert und symbolisiert, dass der Strom eben von oben hineinfließen und von unten herausfließen soll. Und beim Stromzähler ist es tatsächlich nicht ganz egal, wie rum man es herum anschließt. Je nachdem, wie der intern aufgebaut ist, kann der ansonsten halt rückwärts zählen oder irgendwie falsche Werte anzeigen und so weiter. Dementsprechend habe ich meinen Plan in leicht abgewandelter Form umgesetzt. Ich speise jetzt beim RCD von oben ein, nehme es von unten heraus, drücke in den LS-Schalter hinein. Beim LS-Schalter geht es dann von oben heraus in den Zähler und von dem Zähler hier geht es dann unten heraus zu den Reinklemmen, beziehungsweise das ist eben die Strecke, die noch fehlt und die gehe ich jetzt im nächsten Schritt an. Jetzt abgangsseitig von diesem Drehstromzähler eben die Leitungen eingezogen mit ADN-Hülsen jeweils hier noch bei dem Drehstromzähler. Das geht jetzt hier in diesem vertikalen Leitungskanal eben bis ganz nach oben. Und hier muss das nun zum ersten Mal auf Reihenklemmen aufgelegt werden. Also das werden jetzt die ersten Verbindungen sein, die wir eben über Reihenklemmen hier umsetzen. Dabei, das hatte ich auch in Fragen-Videos mal gezeigt, das ist jetzt Drehstrom. Das heißt, wir haben am Ende des Tages eben vier Adern, die wir hier verbinden müssen, den PE des fünfadrigen NYM-Kabels, das hier ankommt, den werden wir uns später abgreifen, beziehungsweise der wird bei dieser Klemme abgegriffen über die PE-Schiene und die drei Außenleiter und der Neutralleiter, die wiederum müssen jetzt hier eingeführt werden in diese Reihenklemmen. Es gibt eben hier eine PEN oder eine PELN-Schiene, PELN-Reihenklemme, so rum ist es. Also ich habe jetzt eine Klemme, in der kann ich eben den N einlegen und einen Außenleiter. Und gleich daneben habe ich hier eine Reihenklemme, eine sogenannte LL-Klemme. Da kann ich zwei Außenleiter anlegen. Also man braucht hier zwei Klemmen, um eben Drehstrom zu bedienen. Und das machen wir jetzt eben. Wir müssen jetzt eben noch schauen, dass die Längen auch dazu passen. Also ich habe das jetzt hier schön locker hereingelegt. Also das ist auch wichtig, dass das hier schön locker drin liegt. Das muss am Ende, geht das hier in den Leitungskanal und dann eben auf die Klemme. Und das sollte schon zum einen die Möglichkeit geben, das vielleicht ein bisschen noch hin und her zu verschieben. Das heißt, wenn wir später die Reihenklemmen jetzt um ein paar Zentimeter, ein, zwei Zentimeter links oder rechts verschieben, sollte das möglich sein und nicht gleich ein Problem bedeuten. Und zum anderen soll das natürlich hier auch nicht alles super stramm sein, damit das eben, wenn sich da irgendwas bewegt, wenn man mal eine andere zusätzliche Leitung einzieht, damit das nicht gleich zu Problemen führt. Die Einführung bei diesen Klemmen ist jeweils hier unten in der unteren Hälfte und die obere Hälfte ist dann für die abgehende NYM-Leitung. Und jetzt muss man halt schauen, also der N zum Beispiel, mit dem können wir ja mal anfangen. Den würden wir jetzt hier auflegen. Also das heißt, ich glaube, die Länge ist sogar tatsächlich ganz gut und da brauchen wir nichts weiter verändern. Dadurch, dass wir eben diese Leitungskanäle benutzen, müssen wir uns hier um die Leitungsführung jetzt noch nicht allzu viel Sorgen machen. An der Stelle ist aber wichtig, und das liegt eben in erster Linie daran, dass wir es hier mit flexiblen Leitungen zu tun haben. Hier braucht man ein Betätigungswerkzeug oder einen Schraubenzieher, muss eben die bei der entsprechenden Klemme dann diesen Hebel betätigen, damit einfach diese Feder unten ein bisschen zur Seite geht. Dann kann man die Leitung einführen. Und dann arretiert das und das hält dann wirklich auch fest. Und jetzt muss man halt schauen, dass man das genau an der richtigen Stelle im Leitungskanal hier so herausführt.
Und jetzt ist eben sichergestellt, dass das zum einen schön ausschaut, zum anderen einen guten Kontakt hat. Und die abgehende Leitung kann jetzt hier sich eben den Neutralleiter schon mal greifen. Beim L, da würde ich jetzt gern in erster Linie einfach aus systematischen Gründen dafür sorgen, dass ich den L1 eben mit auf die erste Klemme lege. Das heißt, L1 ist der hier. Jetzt müssen wir einfach mal gucken, an welcher das hier letztendlich ist. Das ist nämlich der hier. Ich habe jetzt zweimal schwarz. L1 ist schwarz, L3 ist schwarz. Insofern ist da immer ein bisschen Verwechslungsgefahr. Man muss halt gucken, dass man den richtigen erwischt. Der würde wiederum hier unten aufgelegt werden. Auch der soll ja so von der Länge her dann passend zum N eben aufgelegt werden. Der ist jetzt tatsächlich ein bisschen zu lang. Den werden wir ein bisschen kürzen und ihn dann passend zum N eben auch auflegen. Das heißt, hier schneiden wir ein Stückchen weg. Isolieren das Ganze auch ab. Und auch hier muss man einen Hebel betätigen. Das ist natürlich ein anderer. Der ist hier im unteren Bereich anzutreffen. Aber auch den muss man dann analog zum oberen betätigen. Man muss natürlich auch aufpassen, dass man wirklich alle Litzen hier, also alle von diesen kleinen feinen Drähten einführt. Manchmal, wenn man nicht vorsichtig ist, bleibt da was am Rand hängen. Und jetzt habe ich sogar den Fehler gemacht, das in die falsche Klemme einzuführen. Also das liegt hier vor allem daran, dass ich halt im Sitzen arbeite. Das ist hier nicht so ganz ideal. Kamerabedingt ist das jetzt aber erstmal so. Jetzt habe ich quasi hier den L eingeführt. Da ist der dazugehörige N. Die kommen hier eben beide im Leitungskanal heraus. Und dann gibt es noch einen L3 für die Klemme daneben. Sowie einen L2. Auch der geht in die zweite Klemme, dann in diese LL-Klemme. Das entwürsteln wir jetzt noch so ein bisschen. Und dann sind wir hier auch schon ganz gut vorangekommen. Also der L2, das wäre jetzt der hier. Der dürfte von der Länge her sogar ziemlich gut wieder passen. Direkt daneben wollen wir den hier jetzt anbringen. Das kann man quasi dann so machen. In denselben Austritt des Leitungskanals, genau. Brauchen wir nicht weiter abkürzen, sollte passen. Und dann betätigen wir hier auch noch einmal mehr das Feder der Reihenklemme, führen die Leitung ein, fädeln das Ganze hier noch so ein bisschen hinein, am Anschluss dann den N. Der sollte aber auch noch hier durchgeführt werden. Und dann haben wir eben noch den letzten und finalen L3. Hier diese Reste, die kann man noch entsorgen. Und der L3 muss jetzt hier aufgelegt werden. Auch den werden wir dann im selben Austritt herausführen. Und auch den werden wir eben in dieser Länge hier abmanteln. Auch hier braucht es das Betätigungswerkzeug. Außenleiter einführen. Jetzt tauschen wir noch mal kurz durch, damit der Neutralleiter da schön von oben anliegt und eben nicht irgendwie da ganz verwurscht ist. Also man muss halt ein bisschen gucken, und das ist in erster Linie der Ästhetik geschuldet, meinen Ansprüchen, dass das schön ausschaut, dass man hier nicht allzu viel das und allzu oft das verzwirbelt und verwirbelt, denn das schaut einfach nicht schön aus. Dann kann man das hier so einführen, und jetzt kann man schon sehen, wir haben jetzt wirklich mit minimalem Platzaufwand hier eine saubere Lösung geschaffen. Die Verdrahtung geht ja einmal von hier oben nach da unten, nach dahin, wird hier ein paar Mal durchgeschliffen und geht dann hier final hoch. Wenn man später die Deckel drauf macht, sieht man von all dem nichts mehr. Also das würde dann in etwa so aussehen. Ja, ein bisschen fummelig ist das, aber wenn das einmal drauf ist, dann sieht man hier an der Stelle eben nur noch, wie die Leitungen hier heraustreten, in die Reinklemmen übergehen. Hier von oben kommt dann die dazugehörige NIM-Leitung, und von all den Internas, wie das intern verdrahtet ist, sieht man an der Stelle nichts mehr, spielt ja auch keine Rolle. Und insofern, wie gesagt, das ist sehr flexibel, und das gefällt mir bisher wirklich sehr gut, dieses Leitungsführungssystem.
We'll be right back.